So, grüezi miteinander und servus, es geht wieder weiter bei Boxes Lost Fragments. Ein trojanisches Pferdchen haben wir schon und wir gehen auf die nächste Box. Box 2, Kapitel 4. Oh, was ist denn das? Da fehlt irgendwas, wo man da draufstecken kann. Geht leider nicht. So, was geht da ab? Ja. Hohoho. Was ist das denn? Da fehlt was. Da fehlt was. Da fehlt so eine runde Scheibe mit irgend so einem komischen Geraffel drauf. Was auch immer. Okay. Da scheint auch was zu fehlen, um das Ding da aufzumachen. Was ist mit der... Aha, Dirigentenhut. Ja, Wahnsinn. Da ist doch bestimmt... What the fuck? Metallscheibe. Oh, ihr Männer. Mhm, dachte ich mir. Nein, im Ding. Aha, das ist das, was ich gesucht habe. Da. Oder? Geht es auf... Nee, das geht auf das andere Ding da. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Moahaha, da geht's rein. Was auch immer das ist, ich glaube mir das. Sieht aus wie so ein Teil von einer Eisenbahnpfanne drauf. Aber das hat dieses runde Ding da. Also das scheint jetzt komplett fertig zu sein. Warte mal, ich will das mal... Ne, geht nicht, ne? Aber das geht. Oh, ihr Leid. Jetzt hast du natürlich wieder nix da, wo du irgendwie... Du hast hier lauter solche Fetzeldinger. Du kannst die jetzt natürlich rumdrehen, wie du Lust und Laune hast, ne? Aha. Da ist ein Zeichen unten drunter. Warte mal, das ist das da. Das heißt. Der kommt mal da rein. Der kommt da rein. Der kommt da unten rein. Dann nehmen wir den Gerät. Der kommt dann da rein. Und der kommt da rein. Läuft doch ganz gut. So, was bringt mir der Scheiß jetzt? Okay, da kann man nichts umstellen. Ah ja. Aha. Sesam, öffne dich. Ach, da ist auch noch was. Oh, da fehlt ein zweites.
Ja, das zweite ist dann wahrscheinlich für die Türen öffnen. Bringt mir aber überhaupt nichts. Warte mal, warte mal, warte mal, was ist das? Achso. Da habe ich doch vorhin irgendwas gesehen. Da. Ja, perfekto. Jawohl, perfekt. Genial. Okay. Ich verstehe. Heilige Scheiße. Was ist das denn? Ah, die Dinger müsste du ohne. Ah, alles klar. Irgendwie das Ding in der Mitte auch noch drehen können. Da muss es doch. Das Problem. Die zwei drehen sich immer zusammen. Das würde ja bedeuten, dass du ums Verrecke. So lässt sich das hier nicht. Aha. Das ist ja hardcore, ey. Machen wir das immer so. Dann dreht sich der wieder mit. Dreht sich nicht mit, nämlich den.
Boah, Alter, ey, das ist ja echt, ey. Was ist, wenn ich denn jetzt mal so runter tue? Der muss definitiv, wenn ich den jetzt drehe, dann dreht sich der wieder. Da drehen sich die zwei. Nämlich den dreht sich der Kleine in der Mitte mit. Nämlich den Äußeren dreht er sich auch wieder. Das ist eine verdammt gute Frage. Das ist ja wieder mal so richtiges Hardcore, ey. Scheiße, Mann. Ey, das ist ja echt übel, ey. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich diese Scheiße nicht rumkriege. Dreht sich der inne wieder mit. Also wenn ich den jetzt nur so hinstelle. Also ich kann den nur, also also nur den Ahner da drin ist natürlich Bullshit. Nämlich die zwei dreht, bleibt der wieder stehen. Das ist echt. Nämlich jetzt den. Nochmal.
Das ist zum Heulen, gell? Das kommt immer auf das scheiß letzte Ding, kommt so. Gibt's doch keinen Weg, dass man die alle vier auf einen Schlag drücken kann. Das kann doch wohl nicht angehen, oder? Das ist echt zum Heulen. Also der nimmt die drei. Nämlich den, geht nur der mittlere und den. Die zwei nehmen wir den. Nämlich den. Moment. Ich glaube, jetzt habe ich's. Leck mich am Arsch. Gott, mein Nerv. Also irgendwie müssen die alle drei dann über. Sehe ich das richtig? Nee, Moment, Moment, Moment. Wenn ich den jetzt rüber nehme, kann ich jetzt runter. Gut. Moment. Jetzt geht der runter und die gehen rüber. Oh. Ja gut, das möchte ja nichts. Dann ziehen wir den eine jetzt hoch. Und den nach links. Oh. Okay, ich verstehe das Problem. Gehe ich jetzt runter, gehen sie natürlich alle runter, ne? Das ist klar. Rechts. Jetzt nach unten. Ach, scheiße, da geht die ja auch rüber. Gehe ich jetzt nach links? Okay.
links, rechts, hoch. Warte mal. So. Nach oben geht jetzt mal gar nichts. Nach rechts könnte ich. Rechts geht nicht. Ich könnte aber nach oben. Und jetzt nach links. Das Problem ist, wenn ich jetzt nach unten gehe, geht der ja auch nach unten. Ja? Ja? Oh, ich hasse solche Rätsel. Also ich kann nach oben und ich kann nach links. Rechts geht gar nicht. Unten geht nicht, links geht. Nach oben geht und nach oben geht. Jetzt könnte ich nach rechts gehen hoch. Nach links oder nach unten? Und nochmal. Hoch. Rechts. Runter. Rechts, rechts. Hoch, hoch. Runter. Geht nicht. Warte mal. Moment, ich glaube. Warte mal. Der nach rechts, der nach unten. Und hoch, runter, runter, links, wenn ich jetzt hochgehe, und jetzt nach links, könnte ich jetzt nach rechts und dann habe ich es. Ja! Oh, leck mich am Arsch, war das ein Hardcore-Ding. Einmal ein bisschen logisch denken und dann hat man es, ne? Das war jetzt mal richtig geil. Also, das waren jetzt zwei Rätsel. Also, das mit der Eisenbahn innen drin und das, was von vorne an der Eisenbahn dran war. Also, die zwei Rätsel. Also, wirklich geil. Hat mir jetzt richtig, richtig geil gefallen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Bleibt dran, das nächste Video kommt. Wir haben jetzt zwei. Die dritte Kiste sehen wir direkt vor uns. Die kommt dann das nächste Mal. Für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage natürlich vielen Dank fürs Einschalten und tschö mit V und bis zum nächsten Mal.